meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um Neuzugänge. Ich zeige euch, was im Februar bei mir eingezogen ist. Und ich finde, es sind wieder sehr schöne und abwechslungsreiche Bücher geworden. Und ich hoffe, ihr freut euch und wir schauen sie uns jetzt direkt gemeinsam an. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch sehr gerne mal, was bei euch eingezogen ist. Ich lasse mich ja auch immer gerne bei euch inspirieren. Das erste Buch, was ich euch zeige, ist auch direkt eins, was bereits in der Mache ist. Also ich lese es bereits in der Leserunde mit meinen All-You-Can-Read-Mädels für Februar. Es ist Odins Kind, die Rabenringe-Trilogie von Siri Pettersen. Und das ist eine norwegische High-Fantasy-Saga. Das Buch hat die liebe Ramona vom Kanal Littera ausgesucht und uns vorgestellt. Und wir waren alle sehr angetan vom Klappentext und wollten gerne mal zusammen wieder High-Fantasy lesen. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Und darum ist Odins Kind bei mir eingezogen. Hier geht es um Hirka, die ist im Imsland aufgewachsen und das ist ein Land, in dem alle Lebewesen, die Imlinge, mit Schwänzen ausgestattet sind. Und die Hirka ist ein Odins Kind, das heißt, sie ist schwanzlos geboren worden. Eine absolute Seltenheit und das darf auch niemand wohl wissen. Sie wird nämlich verachtet und verfolgt, als das bekannt wird. Das ist aber auch wohl nur der Anfang, denn sie ist nicht die einzige Fremde, die es durch die Steintore nach Im verschlagen hat. Ich freue mich sehr auf nordische High Fantasy. Ich war bis dato mit der ganzen Götterwelt, Odin und wie sie alle heißen, nicht vertraut, bis ich letztens die Serie Vikings geguckt habe und da ist man so ein kleines bisschen mehr in die nordische Götterwelt eingetaucht. Hier habe ich auf dem Cover nicht erkannt, zu meiner Schande, dass es der Schwanz eines Imling sein soll. Also das ist tatsächlich hier der Schwanz mit so einem Haarpuschel am Ende. Und ja, ohne den ist Hirka eben geboren. Und als ich es dann aufgeklappt habe, habe ich auch gesehen, ja, der Schwanz ist abgetrennt. Und eine schöne Karte ist natürlich drin und es ist ein ziemlich dicker Schinken. Und wir sind jetzt ungefähr bei 30%, würde ich schätzen. Gefällt uns bisher richtig gut. Hirka ist eine tolle Protagonistin. Sie ist so ein bisschen die norwegische Ronja Räubertochter. Sie ist sehr wild und sehr ungebunden und hat unter diesem Wissen, ohne Schwanz geboren zu sein, jetzt sehr zu leiden. Und ihre Geschichte ist bis jetzt sehr gut gestartet. Wir freuen uns alle aufs Weiterlesen. Odins Kind, das werdet ihr dann wahrscheinlich schon im Lesemonat wieder treffen hier. Dann habe ich meinen Quartalskauf bei der Büchergilde getätigt, direkt nachdem ich gesehen habe, dass dieses Buch neu erschienen ist bei denen. Und zwar Herzfaden von Thomas Hettche. Das stand sowieso auf meiner Wunschliste. Ich wollte dieses Buch sowieso lesen, seit es auf der Shortlist, glaube ich, vom Deutschen Buchpreis 2020 war. Und das ist einfach eine Kindheitserinnerung. Das ist eine Geschichte, die sich rund um die Augsburger Puppenkiste dreht. Und hier vorne habt ihr auch die kleine Emma von Jim Knopf drauf auf dem Cover. Ich finde das super schön gestaltet. Also A, mag ich die Optik. Es ist so ein bisschen wie ein Baumstamm. Ja, wie so eine Holzscheibe, wenn man die aufschneidet von der Struktur. Und dann eben blau und rot. Und das zieht sich komplett auch durch das Buch. Also ihr habt auch von den Seiten die Geschichte in blau und rot. Was es damit auf sich hat, weiß ich noch nicht. Jedenfalls sind dann auch noch ein paar Zeichnungen drin von Marionetten aus der Augsburger Puppenkiste. Und es geht, ja, hier ist auch nochmal das Augsburger Puppenkiste Symbol, was auch immer am Anfang der Filme kommt. Und es ist wohl ein Roman, der sich nicht nur um die Geschichte der Augsburger Puppenkiste dreht, sondern auch rund um die Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Und ich bin total gespannt, was das mit dem Krieg und mit der Zerstörung und der Nachkriegszeit zu tun hat. Es hat so viele gute Stimmen auf Goodreads. Und ich habe die Leseprobe damals auch schon einmal reingelesen, als es neu erschienen war. Und es hat mir einfach super gefallen. Von daher direkt zugeschlagen, als es bei der Büchergilde verfügbar war, Thomas Hettche mit Herzfaden. Ja, nachdem ich dann diesen Monat auch Heartland von Benedict Wells gelesen habe und ein Interview mit ihm
geführt bzw. anwesend sein durfte, dank des Zoom-Meetings vom Diogenes Verlag, habe ich beschlossen, mehr von Benedikt Wells lesen zu wollen und habe mir dann gebraucht Becks letzter Sommer gegönnt. Habe ich bei Medimops bestellt und es ist vom Zustand her so lala, also es ist etwas schief und auch nicht mehr blütenweiß. Aber gut, das ist halt einfach so bei den weißen Büchern. Es ist halt nachgegilbt. Aber es ist die gebundene Ausgabe und ich habe sie für ziemlich kleines Geld erstanden. Und ich weiß gar nicht so ganz genau, worum es in Becks letzter Sommer geht. Ich habe mir einfach gedacht, ich lese nach und nach jetzt alle seine Bücher. Und ich lese euch deswegen einfach mal den Klappentext vor. But I was so much older than, I'm younger than that, no. Von Bob Dylan. Ein liebeskranker Lehrer, ein ausgeflippter Deutsch-Afrikaner und ein musikalisches Wunderkind aus Litauen auf dem Trip ihres Lebens. Von München durch Osteuropa nach Istanbul. Unter den Fittichen eines alternden Rockstars und seiner unsterblichen Songs. Ein Roman über die Musik, die Liebe und das Leben. Schräg, witzig, weise und berührend. Das Debüt eines 23-jährigen Autors. Ja, und da ist er tatsächlich auch noch eine ganze Ecke jünger auf dem Autorenfoto. Und das war sein Debüt. Ich habe gedacht, ich fange da einfach mal von vorne mit an und möchte mich so durchlesen durch sein literarisches Werk. Und darum ist Becks letzter Sommer hier eingezogen. Mal gucken. Und die Musik von Bob Dylan kenne ich kaum. Muss ich mir dann vielleicht mal eine Playlist zu anhören. Dann ist ein Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, das jetzt auch demnächst erscheint. Ich glaube sogar tatsächlich noch im Februar. Also vielleicht ist es schon erschienen, wenn ihr das Video seht. Und zwar ist es dieses Schätzchen hier aus dem Verlagsprogramm der Frankfurter Verlagsanstalt von Véronique Ovaldé, denke ich, wird sie ausgesprochen, Französin. Niemand hat Angst vor Leuten, die lächeln. Das war im Schauprogramm der Frankfurter Verlagsanstalt in meinem E-Mail-Postkasten gelandet und das klang super und da habe ich mich drauf beworben und habe es auch bekommen, also vielen Dank nochmal. Das ist ein Porträt einer freiheitsliebenden jungen Frau, die zu allem bereit ist, um ihre Töchter vor dem zerstörerischen Familienerbe zu schützen. Man muss sich mitreißen lassen von diesem brillanten Roman, sowohl Fantasy-Thriller als auch Initiationsgeschichte. An einem Junitag packt Gloria eilig die Koffer, dazu ein paar Plüschtiere und die Beretta ihrer großen Liebe. Sie holt ihre Töchter, die 15-jährige Stella und die 6-jährige Lulu, von der Schule ab und verlässt das sonnige Städtchen an der Côte d'Azur. Der überstürzte Aufbruch, getarnt als Reise zum Ferienhaus der Familie im Elsass, ein einsames Idyll inmitten von Wäldern und Seen, ist nichts anderes als eine lang vorbereitete Flucht. Gloria ist überzeugt. Um sich und ihre Töchter zu schützen, muss sie jede Verbindung zu ihrer Vergangenheit kappen. Wie weit wird sie gehen, um ihre Töchter vor der Bedrohung zu retten? Véronique Ovaldé verbindet eine thrillerhafte Handlung und knisternde Atmosphäre zu einem spannungsgeladenen Frauenporträt, das mit zahlreichen Wolten und Wendungen überrascht. Die französische Erfolgsautorin erweist sich einmal mehr als brillante Stilistin und virtuose Fallenstellerin. Ja, und diese Kombi hat mich so angesprochen, aus diesem Thrillerhaften, aber auch dieser starken Frau, die alles dafür tut, ihre Kinder zu beschützen. Wovor ist mir auch noch nicht klar, aber ich glaube, dass sie das nicht umsonst tut, diese Flucht in allen Einzelheiten zu planen und dann durchzuziehen. Darum denke ich, dass das ein sehr spannendes Buch sein wird. Es ist auch nicht so dick und ich lese jetzt demnächst auch da rein, dass ich dann euch auch mehr erzählen kann, was mir an diesem Buch gefallen hat und was vielleicht halt auch nicht. Mal gucken. Vor kurzem habe ich ein Video gesehen von meiner lieben Eva. Herz auf der Zunge heißt ihr Kanal. Ich denke, mittlerweile dürfte sie einigen von euch bekannt sein. Eva hat ein Buch gekauft, nachdem sie eins meiner Lieblingsbücher gelesen hat. Und das war einfach so schön, wie sie das vorgestellt hat. Und da habe ich es mir auch gekauft. Eva, du bist schuld. Winklers Traum vom Wasser von Anthony Doerr. Und wir haben zusammen Alles Licht, das wir nicht sehen, gelesen. Und Anthony Doerr hat uns einfach beide mit seiner Sprache so fasziniert. Und ich war bis vor kurzem auch der Meinung, dass noch nicht wirklich viel mehr von ihm erschienen ist. Und als Eva das Buch dann hochgehalten hat in ihrem Neuzugänge-Video, habe ich gedacht,
oh wow, warum wusste ich gar nicht, dass es dieses Buch gibt? Und ich habe die Leseprobe gelesen und ich habe seinen Schreibstil auf den ersten Seiten auch schon wiedererkannt und darum durfte Winklers Traum vom Wasser auch hier einziehen. Ich glaube, das wird kein ganz leichtes Buch sein. Wir lernen hier eben David Winkler kennen. Oder David, der in Anchorage, Alaska aufwächst. Er ist ein stiller Junge mit einer Vorliebe für Schnee und die Schönheit der Eiskristalle. Manchmal kann er Ereignisse sehen, bevor sie eintreten. Als David davon träumt, dass seine neugeborene Tochter in einer Flut ums Leben kommt, während er versucht, sie zu retten, flieht er panisch aus Cleveland, wo die Familie inzwischen lebt. Kann er so den Lauf der Dinge ändern? Ja, und es ist so ein bisschen am Anfang zumindest ein... eine sehr traumhafte Erzählung. Also wir erleben diesen Traum, den David Winkler hier hat, in dem er eben seine Tochter nicht retten kann. Und das war so eindrücklich und düster und nass beschrieben, diese Flut und dieses Wasser und wie er dann eben diese neugeborene Tochter versucht zu retten und es irgendwie nicht schafft, trotz aller menschenmöglicher Bemühungen. Das war auf den ersten Seiten hier schon wieder so eindringlich, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte mehr wissen über David Winkler. Ich möchte mehr wissen darüber, ob er ja den Lauf der Geschichte ändern kann, indem er diese Tat versucht zu verhindern, indem er einfach geht, dass dieser Traum niemals wahr werden kann. Ich bin sehr gespannt und weiß überhaupt nicht, wo dieses Buch mit mir hin will. Es ist auch nicht dünn und ja, seine Geschichte wird dann wahrscheinlich Thema dieses Buches sein und ich habe selber eine sehr enge Verbindung zu Wasser, Flut und Ertrinken, weil ich selber fast einmal ertrunken bin vor einiger Zeit und nur sehr knapp mit dem Leben davon gekommen bin. Darum hat mich das so bewegt. Das hat einfach sehr viel wieder hochgeholt, diese Leseprobe. Und darum, ja, bin ich auf das Buch gespannt, aber ich glaube, das wird nicht leicht fallen, das hier zu lesen. Also zumindest für mich und mein Wassertrauma. Dann kommt ein Buch, was neu eingezogen ist, was ja einfach, finde ich, schon jetzt den Preis fürs schönste Cover 2021 gewonnen hat. Zumindest für mich. Ich liebe dieses Cover. Ich liebe die Farben. Ich liebe, dass es ja so silbern hier oben glänzt. Ich weiß nicht, ob es hier rüberkommt, aber es spiegelt an den Stellen, wo es silber ist. Und ich finde es einfach nur optisch unheimlich schön. Gemma Wayne, der silberne Elefant aus dem Eisel Verlag. Es geht um drei Frauen, drei Schicksale und nur ein Leben, damit umzugehen. Eine tiefe Krise überwinden, das müssen Emily, Vera und Lynn. Aber wie soll das gelingen, wenn der Schmerz groß, die Erinnerung bitter, die Perspektiven düster sind? Jede der drei Frauen kämpft für sich allein, bis sie lernen, sich einander anzuvertrauen und den Kampf gegen ihre Dämonen gemeinsam aufzunehmen. Der silberne Elefant ist die Geschichte dreier ganz unterschiedlicher Frauen, von denen jede auf ihre Art mit ihrem Schicksal hadert. Ein bewegender Roman über die Bewältigung traumatischer Erlebnisse und die Versöhnung mit der eigenen Geschichte. Und es klingt einfach gut, weil es hier wieder um drei verschiedene Frauen geht. Ich finde, das ist in letzter Zeit oft so ein Schema, was ich gerne lese, was mich einfach irgendwie anspricht, weil ich dann denke, dass man das Leben einer Frau von drei Seiten beleuchtet. Also man guckt einfach in drei verschiedene Leben rein, wie kann so ein Leben als Frau halt aussehen. Und bei den dreien ist es mir besonders am Herzen zu erfahren, was ihre Dämonen hier sind. Und dass dann auch die Lösung des Ganzen in dem gegenseitigen Vertrauen, in dem einander sich anvertrauen, sich gegenseitig helfen liegt, das finde ich klingt einfach super, weil das auch meine Erfahrung ist, dass man Probleme, die man im Leben, ja, die sich einfach auftun, das Leben ist nicht immer rosa, dass dann das Zwischenmenschliche oft das ist, was einem hilft und dass man Vertrauen haben muss ins Leben und in Freunde und in die Familie und ja, vielleicht eben auch in Gott. Und das hoffe ich, dass Gemma Wayne mir das hier zeigt, wie die drei durch das Vertrauen ineinander ihre Probleme lösen können. Also klingt wirklich genau nach meinem Beuteschema und darum durfte das hier einziehen. Und es ist auch ein Rezi-Exemplar. Also vielen lieben Dank, lieber Eisele Verlag, dass ich das hier auch lesen und dann euch auch vorstellen darf.
Und das letzte Buch für dieses Video ist eins, was schon ganz lange auf meiner Wunschliste steht. Und auch das war auf der Shortlist, glaube ich, sogar des Deutschen Buchpreises. Also Longlist ganz sicher, Shortlist glaube ich aber auch. Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt. Gesehen habe ich das Buch beim literarischen Book Nerd und der Mareike Fallwickel, die ja einmal im Monat gemeinsam live sind auf Instagram und ihre Lieblingsbücher und auch die Flops manchmal des letzten Monats besprechen. Das ist super interessant. Ich mag die beiden in Kombi gerne und ich mag auch ihren Lesegeschmack super gerne. Die sind auf dem Kanal von Hugendubel. Ich glaube, jeder erste Donnerstag im Monat ist das. Dann live und da haben sie Iris Wolf auch besprochen und beide fanden es grandios, obwohl es ein sehr dünnes Buch ist und auch dass es etwas ganz Besonderes haben soll. Und sie konnten das so gut rüberbringen, dass ich sofort neugierig geworden bin und habe mir das Buch dann bei Tauschticket ertauscht. Und in diesem Buch geht es um 7 verschiedene Lebenswege und wie die miteinander verknüpft sind. Einmal haben wir hier Florentine und Hannes, die öffnen 2 jungen Reisenden aus der DDR die Tür. Dann Samuel, der seinem besten Freund rückhaltlos beisteht, auch wenn er das Ausmaß dieser Entscheidung noch nicht überblicken kann. Und es sind 7 Wahlverwandte in diesem Buch, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich aufeinander zubewegen. Und ich finde, das ist so ein bisschen vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks, die wechselvolle Geschichte Deutschlands, in Zeiten der Wende oder vor der Wende. Es geht um Freundschaft, es geht um das Glück, dass man für jemand anderen aufgibt und es soll sehr kunstvoll geschrieben sein, sehr bildhaft geschrieben sein. Ich bin unheimlich gespannt auf diese 7 Menschen und wie sich das am Schluss miteinander verweben wird. Und ich finde einfach auch diesen Einblick nochmal in das Leben in der DDR zu bekommen oder ja, erzählt zu bekommen, wie es war damals in der DDR. Das ist einfach ein Buch in einem Setting, wo ich noch nicht so viel drüber gelesen habe. Das klingt super, die beiden waren total begeistert und ich glaube, ja, es ist auch nicht umsonst als eins der besten Bücher auf dieser Shortlist gelandet. Also ja, ein dünnes Buch, obwohl es 7 Geschichten beinhalten wird. Mal gucken, was dann so meine Meinung abschließend zu dem Buch ist. Das ist übrigens auch jetzt bei der Büchergilde erschienen. Neben Thomas Hettche mit Herzfaden könnt ihr auch Die Unschärfe der Welt bei der Büchergilde bekommen, wenn ihr das Cover vielleicht lieber mögt aus der Büchergilde. Ja, das waren sie, meine Neuzugänge aus dem Februar. Sehr viele verschiedene Genres, sehr unterschiedliche Bücher, aber das spiegelt gerade auch meinen Lesegeschmack einfach wieder, der im Moment auch super vielschichtig ist. Und es macht großen Spaß. Und ich hoffe sehr, euch hat auch das Video Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen und bis dahin alles Liebe, frohes Lesen, macht's gut!